Ich begrüße Niklas Pedde. Niklas Pedde ist erst 22 Jahre alt und schon selbstständig in Dubai. Wann bist du hergekommen? Vor 3,5 Jahren, Anfang 2019. Da warst du wie alt? 18. Mit 18? Ja. Mit 18 nach Dubai ausgewandert? Genau. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Was meine Eltern gesagt haben, die waren natürlich erstmal geschockt, weil meine Familie lebt immer noch in Deutschland und hat da auch die ganze Zeit gelebt, noch in Deutschland aufgewachsen. Und ja, meine Mama war erstmal richtig geschockt, als ich der mit einer Nacht geschrieben habe, hey, ich wandere nach Dubai aus. Was hat dich dazu gebracht, in diese Stadt zu gehen als 18-Jähriger, wo die meisten Leute noch gar nicht wissen, was sie überhaupt machen wollen und vielleicht studieren wollen? Wie kommt man auf die Idee? Ja, also ich habe mein eigenes Business aufgebaut, habe jetzt auch mein eigenes Business und habe damals 2015, 2016 damit gestartet und viele Leute auf Social Media, also auf YouTube, auf Instagram verfolgt, die halt über Business Building, über Investments, über Aktien etc. reden. Und viele davon sind halt um die Welt gereist, getravelt. Einer davon hat in Dubai gelebt und das hat mich halt inspiriert. Habe in den YouTube-Videos mal die Stadt gesehen, den Lifestyle gesehen und gesehen, wie cool es hier ist. Und dann tatsächlich 2017 hier in Dubai ein Praktikum gemacht. Und seitdem ich das hier halt gesehen habe, war es immer irgendwie ein Ziel und ein Traum, irgendwann hier mal zu leben. Und genau. Ja, ist das denn, ich meine, wenn man ein Business aufmachen will oder wenn man irgendeine Firma aufmachen will, was auch immer, das könnte man ja auch in Deutschland machen. Ja. Und warum hast du es hier gemacht? Du hat mir einfach super gut gefallen. Ich war 2017, wie gesagt, für ein Praktikum hier und habe gesehen, wie geil die Stadt ist. Also du hast halt hier, du kannst es gar nicht mit Deutschland vergleichen, das ist halt eine andere Welt. Hier in Dubai hast du einerseits gutes Wetter zum Großteil des Jahres, was ich halt cool finde, mir gefällt die Sonne. Dubai ist sehr unternehmerfreundlich. Ja, also die supporten Unternehmen, machen es den Unternehmen oder Selbstständigen einfach oder leichter zu starten, legen einem keine Steine in den Weg. Und auch die Menschen hier und wie die drauf sind, sind halt auch unternehmerfreundlich. Ja, wenn du zum Beispiel hier was erreicht hast, dir ein neues Auto kaufst, dir eine Uhr kaufst oder so für 50.000 Euro, dann heißt es nicht, boah, hätte das sein müssen, eine Uhr für 50.000 Darf Euro. Darf man ja in Deutschland gar nicht zeigen, da kommen ja sofort die Finger die, auf dich gucken. Ja. Aber ich meine, du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, du warst so jung, du konntest noch gar keine eigene Firma aufmachen erstmal. Wie war das? Genau, ich war mit 18 hier und du kannst hier in Dubai, ich glaube erst 20, eine eigene Firma aufmachen. Und ich hatte dann damals meine Visum über einen Businesspartner. Ja. Ah ja. Und wie sieht das aus, wenn du da also mit 20 oder mit 19 dann angefangen hast? Also ich meine, ich kann es irgendwie nicht richtig verstehen, weil in Deutschland fühlt man sich ja wohl, man weiß, wie es funktioniert und so weiter. Im Ausland ist alles viel schwieriger. Ja. Hast du gedacht, also in Deutschland schaffe ich das, was ich hier schaffe, nicht, weil da zu viel Bürokratie ist oder... Nee, der Gedanke kam mir tatsächlich nicht. Also ich hätte es mit Sicherheit auch in Deutschland geschafft. Nur bin ich halt Anfang 2019 für ein Projekt hier nach Dubai und habe hier mit einem Businesspartner gearbeitet. Und ich hatte direkt Freunde, ich hatte direkt Kollegen hier, ich hatte Kontakte hier. Mir wurde die Stadt gezeigt, mir wurde der Lifestyle gezeigt. Hat einfach mega viel Spaß gemacht, von hier aus zu arbeiten. Das heißt also, die Vibrations sind hier ganz andere als in Deutschland. Ja. Hast du das Gefühl, dass man in Deutschland eher unterdrückt wird, wenn man irgendeinen tollen Plan hat oder wenn man irgendwas aufbauen will, dass man da unfreier ist oder so? Was heißt unterdrückt? Aber in Deutschland ist es halt krass so, du hast relativ wenig Selbstständige, wenige Unternehmer. Und wenn du zum Beispiel dich in Deutschland selbstständig machen willst und mit der Familie darüber redest, mit Kollegen darüber redest, dann kriegst du halt in den meisten Fällen so das, was ich mitbekommen habe, mal ein paar Sprüche, negatives Feedback und denk doch an die Sicherheit, denk an deine Rente. Ja, hält sich jetzt für was Besseres etc. etc. Und diese ganzen Sprüche und das, was Leute reden, damit beschäftigt man sich halt mental. Ja? Mhm. Das hast du hier halt gar nicht. Hier bist du supported. Wenn du sagst, hey, ich mache mein eigenes Business auf oder ich mache ein neues Projekt, heißt es geil, man zieht durch, viel Erfolg, kann ich irgendwie helfen etc. Und, in Deutschland sagt man, wird eh nichts, klappt nicht, viel zu riskant oder wie? Ja, so die Richtung. Ja. Wir müssen das Thema Politik etwas ansprechen, obwohl wir das nicht vertiefen wollen. Hast du das Gefühl, dass auch die politische Situation in Deutschland für junge Menschen vielleicht nicht so optimal ist? Ja, also ich bin im Thema Politik ehrlich gesagt nicht so tief drin. Mhm. Ich gucke keinen Fernseher, ich gucke keine Nachrichten, ich gucke gar nichts. Ist vielleicht auch besser, oder? Ich denke schon. Aber vom Overall-Feeling, was man so bei Kollegen mitkriegt, oder wenn ich mal in Deutschland bin, die Familie und Freunde zu besuchen, dann wirkt es schon so, dass die Politik da Optimierungsbedarf hat. Ja, also, ich meine, wie sieht das aus, wenn du hier aus Dubai, hier aus deinem Tower, also wirklich fantastischer Blick, muss man ja sagen, nach Deutschland guckst und dann ein paar Nachrichten kriegt man ja mit, also Sanktionen, Energiekrise, Stromknappheit, Gasprobleme und so weiter. Schüttelst du da mit dem Kopf oder was geht dann in dir vor? Also ich meine, das sind ja alles Probleme, die du hier erstmal nicht hast.
Ne, das stimmt. Man kriegt es natürlich mit. Über Freunde, über Familie, über Social Media. Was geht in meinem Kopf davor? Also, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch Mitleid hat. Ja, klar, also. Ja, ich meine, es ist wirklich Wahnsinn. Ich bin jetzt auch schon ein, zwei Wochen in Dubai und hier herrscht eben eine ganz andere Stimmung, ja. Während man in Deutschland ständig nur zugedonnert wird mit diesen Kriegsgeschichten, mit den Sanktionswahnsinn, mit Blackout-Problemen und so weiter, wo Leute ja langsam auch Angst bekommen. Ja. Oder, also das merkt man auf jeden Fall. Krasser Unterschied. Wenn du hier in Dubai bist und mit Leuten redest, die Themen, worüber du sprichst, etc., etc., sind ganz anders wie jetzt in Deutschland. Wenn ich zwischendurch mal in Deutschland bin, um wie gesagt Familie und Freunde zu besuchen, dann sind die Themen halt einfach sowas wie Corona und ey, alles wird teuer und Energiepreise und Negativität und hier und da und tralalala. Und nach zwei, drei Tagen fällt dir halt die Decke auf den Kopf, weil du die ganze Zeit nur Corona hier, negativ da, was auch immer hörst. Das hast du hier halt gar nicht. Hier ist es irgendwie einfach kein Thema. So, ja. Ja, und du hast mir gesagt, du kommst gerade von der Kite Beach. Ja, genau. Wenn du mal irgendwie ein bisschen frei Zeit hast, dann gehst du hier ans Meer. Das sind natürlich auch andere Vibes und andere Stimmungen, die man hat, als wenn man jetzt in Deutschland da bei trübem Wetter im Regen durch die Stadt geht. Ja, klar. Was machst du hier eigentlich konkret? Kann man das irgendwie beschreiben? Ja, also ich habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ich mache Social Media, heißt Instagram, YouTube und einmal für mich selber. Ja, also ich habe auch einen Instagram-Kanal oder mehrere. Den haben wir auch hier darunter verlinkt, falls euch das interessiert. Genau, aber wir machen auch viel, also mein Team und ich, für andere Unternehmer und Selbstständige. Wir helfen ihnen dabei, halt ihre Präsenz auf Social Media auszubauen, optimieren deren Strategie und helfen denen auch, ihre Produkte oder Angebote richtig zu vermarkten. Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, alles Dinge, die man ja auch in Deutschland machen kann. Klar. Aber du bist eben jetzt auch auf dem, ich habe ein paar Videos von dir gesehen, auch auf dem englischsprachigen Markt unterwegs, also du bist echt global unterwegs, was natürlich die Chancen möglicherweise noch vergrößert. Also er spricht komplett Englisch und kennt sich in den Märkten da auch ganz gut aus. Ja, genau, alles auf Englisch. Alles auf Englisch, ja. Dann das Thema Steuern. Mhm. Man sagt ja immer, oh, er geht ja nur nach Dubai, weil er keine Steuern zahlen will. Wie sieht das da bei dir aus? Ja, also klar, Dubai und dass hier keine Steuern sind, ist natürlich nice to have. Also es ist schon cool. Und war auch einer der großen Gründe, klar, warum ich nach Dubai gegangen bin, aber es war nicht der einzigste Grund. Ja, also selbst wenn hier in Dubai Steuern wären und ich Steuern zahlen müsste, dann würde ich trotzdem hier leben, weil die Stadt einfach geil ist. Ja? Mhm. Der Lifestyle ist geil, die Leute sind cool, das Wetter ist cool, alles perfekt. Ich habe nichts, was ich... Also Steuern waren jetzt nicht die Haupttriebkraft, also nein. Du bist sozusagen kein Steuerflüchtling. Nee, ich bin damals Anfang 2019 für ein Projekt hier nach Dubai gekommen. Ich bin... Ich war hier in Dubai, habe ein Projekt gemacht und der Owner von dem Business hat sich dazu entschieden, dass wir das Business zusammen machen wollen. Wir sind halt Businesspartner geworden und für dieses Projekt bin ich dann halt nach Dubai gezogen. Und klar, diese ganzen Benefits, die Dubai mit sich bringt, haben die Entscheidung halt leichter gemacht. Ne? Das heißt, du bist hier auch supported worden, du bist hier auch unterstützt worden, also man hat dich so ein bisschen an die Hand genommen. Ja. Also wenn man selbstständig werden will, so geht's. Also Firma gründen, das. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Businesspartner mit der Person, wo ich Businesspartner geworden bin, ist schon ein bisschen älter, ist seit 6 Jahren hier in Dubai. Ist jetzt wie alt ist der? 42, 41. Auch noch nicht alt, ne? Genau. Und jetzt seit 6 Jahren hier, seitdem er 18 ist, hat er ein eigenes Unternehmen, ist selbstständig. Auch Deutscher, und, ja? Genau, auch Deutscher. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass immer mehr Leute aus Deutschland weg wollen? Ja, klar, volle Kanne. Ja? Auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich 2019 nach Dubai gekommen bin, da waren hier nicht viele Deutsche, nicht viele Selbstständige. Du hast nie irgendwie Deutsch gehört. Jetzt mittlerweile sind so viele junge Menschen hier in Dubai, die kommen rüber, man kriegt aus Deutschland mit, der will auswandern. Wir haben ja auch Teammember, also ich habe Angestellte, davon sollen auch viele hier rüberkommen nach Dubai. Kollegen wollen rüberkommen und du merkst einfach, dass die Stadt wächst. Es wird immer voller und voller und voller. Viele junge Leute, die eine Company hier aufmachen, sich hier selbstständig machen, hier leben und ja. Ja, die Jugend zieht weg. Ich meine, muss ja nicht unbedingt Dubai sein, die können ja auch woanders hingehen. Ne? Aber es scheint wohl bei vielen jungen Menschen, die irgendwas aufbauen wollen, die scheinen sich ja wohl offensichtlich in Deutschland nicht mehr so wohl zu fühlen. Ja, also ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Vielleicht ändert sich die Meinung in der Zukunft nochmal, wenn vielleicht eine Familie da ist, Kinder da sind. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich hier echt happy in Dubai. Hm. Ja. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen weiter unterhalten. Du sagtest eben, dass immer mehr Leute offensichtlich den Gedanken haben, weg abzuwandern aus Deutschland. Mhm. Wie sieht das da aus?
bei deinen Freunden, die du hast in Deutschland, sagen die auch, ey, sag mir, wie es geht, wie fange ich das an? Ich meine, es ist ja auch ein Prozess, den man irgendwie, der vielleicht nicht ganz so einfach ist, Deutschland zu verlassen. Also man muss sich irgendwie abmelden oder wie hast du es gemacht? Ja, also von den Freunden und Kollegen, Großteil der Leute sind happy in Deutschland, wollen da bleiben, haben da ihren normalen Job, machen ein Studium, machen eine Ausbildung und ziehen ihr Ding durch. Sind halt Schulfreunde, da bin ich immer noch sehr close mit denen. Aber ja, auch der ein oder andere, also ein Kollege von mir, war letztes Jahr für 3 Monate hier in Dubai, hat sich die ganzen Sachen, die ich businesstechnisch mal mache, mal angeschaut, hat sich dann auch selbstständig gemacht, am Studium nicht mehr weitergemacht und ja, auch eine der Sachen, die er machen will, ist Auswandern. Er weiß ja nicht, ob es Dubai sein wird, aber genau. Aber das Interessante ist, dass man in dieser Stadt offensichtlich nicht ausgetretene Pfade geht, sondern dass man hier zum Beispiel auch ohne Studium und ohne Lehre und ohne irgendwelche Geschichten etwas werden kann. Das zeigt ja auch dein Beispiel. Ja. Du hast ja nichts studiert, oder? Nee, nicht studiert. Abitur war sehr knapp. Gerade noch so geschafft. Ja. Gerade noch geschafft, genau. Das ist ja auch was. Knapp. Also auch gerade für solche Leute scheint dann so ein Ortswechsel vielleicht auch ein neuer Motivator zu sein, jetzt wirklich mal anzupacken und was Eigenständiges aufzubauen. Also ich muss sagen, für mich die Entscheidung zu treffen, von zu Hause auszuziehen, aus Deutschland rauszugehen, neue Stadt zu gehen, war, wenn nicht sogar, also mit unter anderem eine der besten Entscheidungen, wenn nicht sogar die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, weil es einfach so viele Benefits mit sich gebracht hat. Auf einmal war Mama nicht mehr da. Ja, ich muss meine Wäsche selber machen, muss selber kochen, muss selber meine Miete bezahlen, Verträge unterschreiben, ein Business aufmachen und mich einfach um alles selber kümmern. Und hat halt einfach geholfen, dass du als Person wächst, du erfährst neue Sachen und kannst dich einfach eigenständig, kannst du auch einfach leben. Ja. Ja, also das ist praktisch der wichtigste Schritt, den man überhaupt machen kann. Ja. Vielleicht könnten wir euch ein bisschen motivieren, es ihm gleich zu tun. Der Link zu seiner Webseite und zu seinen Aktivitäten gleich hier unter dem Tube. Und ich bleibe auch noch ein bisschen hier in Dubai und wir gehen nachher erstmal schön essen. Es wird also wirklich wunderbar, mit den Jungs hier zusammen zu sein. Gibt auch mir viel Kraft und neues Feeling. Ich werde natürlich wieder zurück nach Deutschland kommen müssen, aber ich habe Verständnis für alle, die sagen, Deutschland, goodbye. Also ich fange was Neues im Ausland ein. Und es muss nicht Dubai sein, es kann auch irgendwo anders sein. Erstmal, Niklas, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung in deine Wohnung. Ist ja wirklich ein toller Blick hier hinten.